Paul Unterleitner. Paul war in der Türkei und sagt, Türkei ist nichts für mich. Aber, Nerdesen, Türkei nichts gut für mich, ja? Kein vegane Essen da, oder was? Let's go, Freunde, mit Paul Unterleitner. Abo! Sieht aber massiver aus, ne, mittlerweile. Hallo, mehr auf dem Rippen gerade. Nein, meine Freunde, und willkommen aus der Türkei. Wunderschönes Wetter. Türkei. Günstige Lebensmittel, die besten Gyms. Ich werde das Ganze auf jeden Fall unter die Lupe nehmen und mal schauen, wie ich hier so meinen Bodybuilding-Alltag mit ein bisschen beschränkteren Lebensmitteln und 100% vegan hinbekomme und ob die Türkei irgendwas Bodybuilding-mäßiges an sich hat. Wir sind hier genauer gesagt in Izmir und ich nehme euch mit. Viel Spaß beim Video. Ja, das sieht gut aus. Izmir. Habt ihr gesehen, was in Alanya abgeht, Digga? Da werden die ganze Zeit irgendwelche Leichen an den Strand gespült, Junge. Völlig creepy. Beine kommen gut. Wir sind übrigens genauer gesagt in Izmir und ich dachte, Izmir ist so ein richtiger Badeort. Hier hat es aber nur 10 Grad. Also wir haben Jänner. Ich denke, es ist hier relativ normal und halt ähnlich wie in Spanien zwischen 10 und 15 Grad. Ich glaube, am Ankunftstag hatten wir sogar auch 16, 17 Grad. Da war es ein bisschen angenehmer, aber jetzt ist leider ein bisschen kälter geworden. Ja, gestern hatten wir einfach 15 Grad bei mir. Ich habe meine Harley aus der Garage gepackt. Ich bin erstmal rumgefahren, eine Runde. Schloss Burg, Solingen, Kaffee, Hubraum, hin und zurück. Voll geil, voll angenehm. Überhaupt nicht kalt gewesen. Schön dick angezogen und Abfahrt. Wer hätte das gedacht? Ende Januar Moped fahren. Aber mal schauen, ob es nachher trotzdem vielleicht sogar ins Wasser geht. Formcheck habe ich schon gemacht, habt ihr gesehen, habe ich auch schon Stefan durchgeschickt. Ihr könnt ja mal gerne selber reinschauen. Er hat gesagt, schaut aber stabil aus. Ja, so sieht's aus, wenn man bei Stefan Kienzel einen Formcheck schickt. Wenn es keine Änderung gibt, dann kommt ein kleiner Satz und dann geht's weiter. Schaut aber stabil aus und dass die Form eigentlich gerade ganz gut ist. Das passt, bin zufrieden. Ich habe leider keine Waage dabei, aber von den Lebensmitteln hier konnte ich mich letztens tatsächlich ganz gut daran halten, was ich sonst auch gegessen habe. Eine Sache will ich auf jeden Fall ändern. Ich habe ihm gestern geschrieben, dass mir das Poetry zum Hals raushängt. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht mehr sehen und essen, deshalb... Bruder, Püree und frieren, trink das, Alter. Was ist denn los mit dir, Paul? Nach 2 Wochen gibst du auf, oder wie? Tausche das jetzt gegen Brot aus. Ist mir um einiges lieber. Vielleicht auch, wenn ich zu Hause bin, doch durch Nudeln. Weil Nudeln habe ich davor auch immer gegessen, vertrage ich super. Aber Haferflocken, nee, es geht irgendwie einfach nicht mehr. Ich habe null Bock drauf. Vor allem esse ich es halt relativ plain, einfach nur mit bisschen Apfel und Nüssen. Und davor hatte ich noch ein bisschen Schokolade drauf, Beeren drauf und so weiter. Wird sich vielleicht auch einrichten lassen, aber ich will kein Porridge mehr. Das ist echt. In der Diät gerne wieder, aber gerade gibt's Besseres. Porridge im Aufbau ist auch nicht gerade sonderlich gut. Große Volumen, ne? Wenn du das richtig aufkochst, wenn du eine Menge von 150 Gramm hast, beispielsweise, hast du natürlich ein großes Volumen. Hängt lange im Magen. Ich würde auf andere Lebensmittel zurückgreifen. Auf jeden Fall keine Haferflocken im Aufbau essen. Wenn, dann höchstens zum Frühstück. Höchstens. Es gibt einen kleinen Unterschied zu sonst, und zwar sind wir im Hotelzimmer und kein Airbnb, das heißt, eine Küche ist ein bisschen schwer, aber ich krieg's sogar hin, ohne Kochen, alles hier zu preppen. Und zwar geht es jetzt erstmal um die Pre-Workout-Mahlzeit. Rice Cream plus Proteinpulver. Und ihr seht, mein Proteinpulver hier drin. Das hat den Anflug leider nicht so ganz überlebt. Gott sei Dank hatte ich es in einem Plastiksack drin, weil sonst wäre das Ganze einfach im Koffer gelandet. Das wäre nicht so gut gewesen. Rice Cream vorbereitet, Proteinpulver. Bruder, das sieht aus wie diese Rotband von meinem Vaters Baustelle. Dazu. Katastrophe, ja. Und dann? Also geschmacklich, appetitlich. Bin ich gut am Start. Und fertig ist unsere Pre-Workout-Mahlzeit, noch eine Banane on top gehaut. Und da muss ich heute auf jeden Fall eh wieder einkaufen gehen. Das ist eine gute Portion. Aber das Gute an der Rice Cream ist halt die... Ist der mit dem Ding ins Rice-Pudding dahin geflogen, mit dem Rice-Meal ins Hotel, um da irgendwelche Sachen zu spachteln, irgendwelche Löcher zu spachteln oder was? Macht nicht so satt. Was ist denn seine Mission da in der Türkei? Haben die den angehört als Handwerker? Jetzt vorm Training optimal. Wir haben hier übrigens schon 12 Uhr. Bisschen länger geschlafen. Hier ist 2 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, es ist eigentlich erst 10. Trotzdem alles ganz passend und in den letzten Tagen hat es gut gepasst, weil dann passt man sich den Rhythmus in Wien wieder ein bisschen so an, dass man früher schlafen geht. Wir hauen rein und dann suchen wir uns ein Nimm. Übrigens, der Boy hat jetzt eine kleine Haarroutine und benutzt jetzt Haarwachs. Oh, eine kleine Haarroutine. Damit die Haare mal irgendwie liegen, weil gerade sehen die ein bisschen chaosmäßig aus. Und wir brauchen eine Strandmatte. Mashallah. Deshalb hier einfach ein bisschen rein. Bin kein Haarexperte. Schockisell, Paul, ja? Schau mir einfach ein bisschen wachsen die Haare. Schau, dass die ganz okay liegen. Die sind mittlerweile so lang. Und spätestens im Training sind dann sowieso wieder irgendwie. Scheißegal, Hauptsache. Ich finde mit Zopf, wenn er die Seiten so, wenn er sich so einen Zwiebelschnitt machen würde, wäre der so Zlatan Ibrahimovic, der würde gut aussehen. Ein bisschen was in den Haaren. Also wachsen die Haare zu schmieren war definitiv sinnvoll bei den. Bringt gar nichts. Guck mal, wie windig das da ist. Im Wind. Aber muss egal sein. Ich bin jetzt 10 Minuten gegangen. Und jetzt würde ich sagen, so einem schöneren Viertel angekommen.
Weil hier gibt es extrem krasse Hochhäuser und da ist auch ein luxuriöseres Gym mit Sauna, Spa, Pool und so weiter. Und mal schauen, ob die Maschinen da geeignet sind. Zur Not. Pauls Essen in Izmir ist mir übel. Geiler Wort, geiles Wortspiel, Digga. Muss man eigentlich TÜV haben für dein Coaching mindestens einmal die Woche, sonst wirst du nicht zugelassen. Gibt's da 5 Minuten weiter noch ein anderes Gym? Der braucht Tyson-Schnitt. Gestern war ich auch in einem anderen Gym. Das war jetzt aber kein Highlight, die dir auf Instagram befolgen. Wisst auf jeden Fall, wovon ich spreche. Es war ganz gut, aber jetzt nicht extrem. Nice. Heute steht 2er-Schultern und Arme an. Aber ich dachte mir, man kann ja auch Maschine-Gyms ausprobieren. Und ich musste gestern wegen Fremdwährungsgebühr oder so dann das Doppelte nochmal an Gebühren draufzahlen auf den Eintrittspreis, weil ich es überweisen musste. Das war ein bisschen bitter. Mal schauen, ob das hier anders ist. Das heißt nämlich Carrera Fitness und Spa. Und hier ist anscheinend viel los. Also generell in den Straßen. Schauen wir mal rein. Also das sieht hier auf jeden Fall schon mal ziemlich krass aus. Hoffen wir, dass es nice ist. Ui. Ich habe gerade eine kleine Tour bekommen. Yeah, it's nice. If you have sauna and pool as well, it's also good. Es ist ziemlich warm hier drin. Ich habe gerade eine kleine Tour bekommen, bevor ich zahle, weil es kostet 900 Lira, also so knapp 30 Euro. Und das ist schon viel. Tageskarte? Schulterarmträgen, ich weiß nicht, ich kann schwer. Boah, das ist echt teuer. Für türkische Verhältnisse noch, Alter? 900 Lira? Ein Training? Was? Was? Alter, was? Nein sagen, muss ich sagen. Aber wenn ich hier filmen darf, dann nehme ich's. Okay, wir gehen wieder raus. Die haben gesagt, filmen erstmal nicht. Aber 900 Lira war eh zu viel. Ich habe es im Inneren so ein bisschen gehofft. Wir haben ja zum Glück noch ein paar andere Möglichkeiten. Das nächste Gym ist nur, ich glaube, 4 Minuten weiter. Was ist hier? Okay, der haut ab. Der geht ins nächste Gym. Auf jeden Fall extrem oft gibt es einfach so streunende Katzen oder Hunde. In der Area hier jetzt eher so Katzen. Aber da, wo wir letztens auch mal angelaufen sind, waren einfach so, ich glaube, 8 Hunde auf einer Hundewiese, die einfach in den Büschen gelegen sind. Alle aber gechippt sind. Also anscheinend sind die auch registriert. Das ist schon krass. So Leute, jetzt geht's weiter. Wir schauen einfach zum türkischen McFit. McFit kenne ich doch noch. Ich sehe warum. Wir haben es jetzt tatsächlich mal reingeschafft. Hier. Das ist kein McFit, das schreibt man auch anders. Die Sprachbarriere ist ein bisschen größer als in anderen Ländern. Ich würde sagen, ähnlich wie in Italien, da sprechen auch wenige Leute Englisch. Deswegen ja, mit Zahlen und Anmelden und Daten. Paul, ja, nächstes Mal, wenn du Türkei fährst, ruf mich doch an, Alter. Ich mache dir doch ein bisschen Dolmetschung, Übersetzung, ja. Ist doch kein Problem, aber ruf mich an, Onkel Wilson, zeig dir ein bisschen, ja. Spring dir bei, Chuck, ist ja kein Problem, Bruder. Das hat ein bisschen gedauert, im folgenden Gym sind wir gescheitert. Hier ist es gepasst, das würde ich sagen, so ein klassisches Kettengym. Die haben einfach McFit gefaked, überleg mal, ne? Krass. Der Bund. Faken nicht nur die Markenklamotten, die faken auch die Gyms. Aber eigentlich ganz gut aufgebaut. Hier, Freihandelbereich, ich warte gerade auf meine Multipresse. Mit der muss ich nämlich gleich in mein Schultertraining reinstarten und dann gehen wir Gas und schauen, dass wir alles raus. Das ist auf jeden Fall angenehm warm, weil hier scheint direkt die Sonne rein. Das ist ganz, ganz gut. Und das Gym heißt halt einfach MAC Fit, also McFit. Mit einem A zusätzlich, statt ohne. Ich weiß nicht, ob das geklaut ist, aber eigentlich müsste da McFit eine Klage raus haben. Ich habe gerade schon aufgewärmt und den Multipresse hier jetzt irgendwie. Das stimmt, Unknown 484, da hast du vollkommen recht. Relativ leicht, also ich kann hier 25 Kilo pro Seite machen und trotzdem mit meiner Ausführung würde ich sagen, relativ sauber trainieren. Easy. Ja. Stop. Oh ja. War schon mal ein guter erster Satz. Leute, ich weiß nicht, ob es die türkische Luft ist oder irgendwas anderes. Ich mache einfach gerade mein falsches Training. Ich hätte heute nämlich nicht Schulter, sondern Rücken-Lat-Fokus. Perfekt, zum Glück bin ich jetzt im ersten Satz und kann nochmal umwechseln. Aber der Schulterpump ist schon gut jetzt. Scheiße. Gut, dann starten wir mit dem richtigen Training und zwar Rücken-Lat-Fokus. Rücken-Lat-Fokus, let's go. Schön in Slow-Mo Kienzel-Style. Zuff! Oh mein Gott! Beim Rücken liegt der Hund begraben, ihr habt's gehört. Der muss Masse drauf. Ich schwöre, der Backoff-Satz ist immer das Schlimmste. Weil man ist schon so krass vormüdet und man macht eigentlich gleich langsam. Und schafft, obwohl man vielleicht 30% weniger Gewicht hat, gleich viele Reps trotzdem. Ich schwöre euch, ich hätte gar keinen Bock, so zu trainieren. Ohne Witz, egal wie gut Kienzel ist als Coach, ich hätte keinen Bock so zu trainieren. Das macht, ich glaube, nach einer Einheit, du hast gar keinen Bock, das macht gar keinen Spaß. Fertig, aus. Das macht keinen Spaß, ein gesamtes Training in Slow-Mo zu trainieren. Nein, Mann, kannst du mir sagen, was du willst. Respekt an Paul, dass er sich dran hält und es durchzieht, ne? Ich
Aber der macht's falsch. Ich schwör's euch, es muss eine flüssige Bewegung sein. Keine ruckartigen Stopps, habe ich ja im letzten Stream auch schon gesagt. Das ist Käse. In letzter Zeit habe ich ja immer nur eine Bizepsübung gemacht. Das ist jetzt neu, genauso wie bei Trizeps. Ich habe jetzt 3 Bizepsübungen, 3 Trizeps. Vielleicht kriegen wir noch mal mehr raus. Der Bizeps oder der Trizeps wächst noch mehr, auch wenn das eigentlich nicht der Sinn sein soll, sondern der Rest des Körpers ein bisschen mitwächst. Aber schade nicht, das macht Bock. Früher habe ich Abendtraining gehabt, mittlerweile ist es ganz okay. Die Übung habe ich vor diesem Plan noch nie vorher gemacht. Und zwar Spider Curse und ich schwöre euch, ich liebe... Die sind krank, die Übung kenne ich. Liebe, es fühlt sich wirklich krass an. Man ist auf der Schrägbank und curlt dann... Boah, ich habe gestern... seit langer, langer Zeit so aufgelegte Curls gemacht auf einer Schrägbank. Junge, ich dachte, mein Arm reißt mir gleich ab. Das ist so ein Schmerz, aber brutalen Pump hatte ich davon. Einfach vorm Körper, das ist wild. Wenn man nicht so rutschen würde. Bitcoin Baba, danke fürs Abo, Digi. Oh mein Gott, wir sind hier easy mit zusammenschreien. Ist gut. Letzte Übung, letzter Satz. Hammer Curls im Rest-Pause-Satz. Das heißt, einmal All-In, Pause und dann nochmal weiter All-In. Einfach kurz Werwolf geworden. Pause, kurz shakey-shake. Weil der Trizeps so wackelt, fühle ich mich wie so eine Winkearm. Pacheco sitzt. Auf jeden Fall ein Try-Wert. Bad, you know? Also meinst du die Curls, die ich gesagt habe, oder was? I don't know. Ah. Oh. Der Arm ist jetzt aufgepumpt. Ai, ai, ai. Junge, 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 Alter. Paul, du Schauspieler, du. Ja, mach die brutal, glaub mir. Jetzt heißt es nochmal 30 Minuten Cardio. Ich muss fit sein, also will generell fit sein und er steht auch auf dem Trainingsplan. Deswegen 30 Minuten nach jedem Training ist der zu schade. Also nicht nach jedem Training, sondern 5 Mal die Woche. Ich habe gestern nach dem Armtraining 35 Minuten Cardio gemacht. Ich hatte danach so einen niedrigen Zuckeralter. Katastrophe, ich fast umgekippt. Mir ging es richtig beschissen. Und dann passt das. Gebt euch das mal, das ist doch einfach fast wie Amerika. Sieht krass aus, jetzt kann man es besser erkennen. Das sieht doch wild aus. Not bad. Hayatwasser aus dem Kanister, geil. Ich kenne das immer aus diesen kleinen, aus dem Dönerladen, aus diesen kleinen Plastikflaschen. Das ist das dünnste Plastik auf der ganzen Welt, Digga. Heutige Post-Workout-Mahlzeit gibt es einfach bei Burger King. Einfach hier Cornflakes, Shake. Mehr braucht man nicht. Und die Cornflakes hier schmecken irgendwie richtig geil, weil die sind dicker und dadurch crisp. Nein, auf keinen Fall. Ja, und bleiben länger gut. Fischen heiß. Jetzt müssen wir schleunigst ein paar Kalorien reinkriegen. Jetzt checken wir erstmal. Ich glaube, das ist hier eine der großen Supermarktketten aus. Migros war ich auch schon einmal drin. Wir schauen mal, ob es hier Ersatzprodukte gibt. Und ich brauche Brot plus eventuell Avocado, weil das Porridge ist jetzt mal raus, endlich. Was die Preise angeht, ist es hier teilweise wirklich absolut krank, weil zum Beispiel... Mandarine 16,90 Lira und ich glaube 30 sind 1 Euro. Also 50 Cent für 1 Kilo, das ist krank. Das ist ordentlich. Das ist ein guter Schnapper, Digga. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Äpfel, Avocado auch 1 Kilo an einem pro Stück 1 Euro. Ja. Avocado hier pro Stück 1 Euro. Mal schauen, vielleicht gibt es hier noch Guacamole oder so. Dann nehme ich die mit. Und derzeit mache ich es mir auch sehr einfach. Ich nehme einfach nur Tomaten oder Paprika als meine Gemüsequelle, weil dann muss ich nicht kochen und kann ihm einfach so in mein Essen rein. Ich kann es nicht fassen, Leute. Hier gibt's eine Veggie-Sektion und das. Bah, Alter, ekelhaft. Das Ding hat 33 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Fett, 22 Gramm Protein, krank. Was hier auf jeden Fall ein großer Vorteil vielleicht zu Österreich ist. Es gibt Lipton Zero und der schmeckt absolut geil. Das gibt's bei in Deutschland auch, Digga. Kommt auf jeden Fall doch mal mit, ich glaube ich habe noch einen zu Hause. Aber man kann nicht genug haben, das ist wild, 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 wild. Was braucht man noch? Ein Getränken gibt's auf jeden Fall einiges. Uludag ist nicht Uludag,
so ein anderes Getränk oder ist das einfach? Es gibt Uludag Zero. Eine Marke, ich weiß es nicht. Aber ansonsten gibt es hier schon stabile Auswahl. Das Sackerl full und es waren tatsächlich jetzt knapp 10 Euro. Also es ist jedes Mal ein richtig günstiger Einkauf. Lebensmittel sind ja teilweise schon echt, echt stark. Boah, Alter, Gleichgewicht. Haben wir auf jeden Fall günstig. Uludag Zero im türkischen Supermarkt habe ich es letztens gefunden. Voll geil. Günstiger einkaufen, wenn man möchte und natürlich schaut darauf, was man kauft. Also Obst und Gemüse würde ich sagen, auf jeden Fall günstiger. Wahrscheinlich auch hier regional angebaut, keine Ahnung. Aber es war ein charmanter Einkauf, jetzt nach Hause und dann schnell weiter essen. Weil wir sind im Verzug, es wird hier gleich dunkel, es wird auch gleich 18 Uhr. Und das zweimal zentrieren, das ist nicht optimal. Ui Leute, also das Meer hier ist gar nicht so schlecht. Bis auf ein bisschen Schaum und da vorne war es auch leicht verdreckt. Aber sonst sieht es hier ganz gut aus. Sonnenuntergang gerade. Da sind vorhin richtig viele Möwen geflogen, sind auch generell recht viele Leute hier. Ich habe mal gehört, dass Izmir auch ein krasser Badeurlaub-Ort sein soll. Also vielleicht irgendwann mal im Sommer noch mal ins Meer, wenn das irgendwo geil sein sollte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls es ein nice Location ist. Das sieht hier definitiv wärmer aus, als es ist. Kommt sehr, sehr geil rüber, aber es ist arschkalt. Der Wind und die Sonne täuschen. Wir haben uns dazu entschieden, mit Uber zurückzufahren. Und das Warten ist kalt. In den schönen Kofferraum. Preise in Ubers und... Wo ist denn Camilla, Alter? Taxis angeht, ist auch extrem günstig, weil ich glaube, man zahlt. Ich würde sagen, wenn du die Fahrzeit durch zwei dividierst, hast du so den Preis in Euro. Also für 5 Minuten zahlen wir so 2 Euro, für 40 Minuten 20 Euro. Das ist echt sehr, sehr stabil. Das ist echt gut. Stabil. Ich hab's mir noch. Alter, im Verkehr, ne? Noch mal kurz hier vor den Porzellantellern gemütlich gemacht und drüber zu. Die junge Familie in Polen, die haben den ganzen Essbereich, ganze Wand mit diesen Tellern voll. Aber halt so aus Reisen, egal in welchem Land die waren, die haben immer dann so einen Teller geholt und sich den an die Wand gehangen, Alter. Katastrophe. Zu sprechen, wie ich bis jetzt... Sieht voll scheiße aus. Türkei, was ist mir speziell fand, natürlich kann man schwer sagen, in ein paar Tagen, ich weiß, glaube ich, 3-4 Tage hier, habe mir versucht, meinen normalen Bodybuilder-Lifestyle anzueignen, das heißt, in Supermärkte geschaut, in Gyms geschaut, ich habe jetzt 3 verschiedene Gyms getestet. Also ich habe gesehen, 3 verschiedene Gyms. Ich muss aber sagen, keines hat mich jetzt krass abgeholt. Es gibt vielleicht sicher irgendwo im Inneren noch mal krassere Gyms. Aber ich habe nämlich bei Google eigentlich alles durchforstet und es gibt nicht das Gym, wo ich sagen würde, okay, da passt alles. Also ich weiß nicht, ob das generell Türkei so ist, dass es jetzt nicht die geilsten Gyms gibt. Glaube ich aber eigentlich nicht. Also es wird sicher in jedem Ort irgendwo ein krasses geben. Ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Normalerweise finde ich eigentlich meistens das beste Gym. Deswegen, das ist schon mal so ein kleiner Punkt, der nicht ganz so geil ist. Ein anderer Punkt, der natürlich bei meinem Lebenslifestyle nicht optimal ist, dass es jetzt wenig vegane Brote gibt, das heißt jetzt vegane... Ja, die Türken, die haben das noch, das ist den Sinn des Lebens verstanden, ne, mit den scheiß Veganen. Da gibt es kaum vegane Produkte. Ich bin richtig stolz auf dieses Land. Türkei for President, Alter. Raus mit den veganen Viechern da. Aufstriche oder kein Käseersatzprodukt. In Polen bei mir, Katastrophe, Junge. Ich war im Carrefour, das ist so ein riesen Supermarkt. Junge, die haben da mehr Auswahl als in jedem deutschen Supermarkt zusammen. Da gibt es so viele vegane Scheiße. Polen, schämt euch. Die benutze ich jetzt nicht häufig, aber falls man mal einen veganen Burger oder so machen möchte oder sonst, ist das nicht ganz so einfach. Und falls man auswärts essen gehen möchte, ist natürlich auch noch was anderes. Ich glaube, habe ich kein einziges veganes. Junge, was der da verpasst, so leckere Kebab, Adana-Köfte, Spieße, Tauruk-Spieße, Paul, Junge. Wenigstens mach die Kamera aus, tu Handy weg, geh in irgend so ein türkisches Restaurant, ess mal ein bisschen Spieße, Junge, wird schon keiner was merken. Da wirst du sehen, wie lecker das schmeckt, Alter. Leck mir am Arsch. Ein Restaurant gefunden, vielleicht ein veganes Café, das ist so 6 Kilometer entfernt. Und dann vielleicht noch was anderes, was so 1-2 vegane Möglichkeiten hatte, aber vegane Burger, vegane Pizza oder sonst wie, haben die hier nicht. Da wurde ich aber auch schon vorhin gewarnt, weil ich so gefragt habe, wie ich am Flughafen war in Wien, was man in Izmir so an veganen Restaurants, Lebensmitteln und Gyms gesehen haben muss. Und ich habe gesagt, ah Paul, da bist du im falschen Land oder der falschen Stadt, das ist hier nicht das Optimale. Also das habe ich jetzt auch mitbekommen, würde ich sagen, dass die Lebensmittel nicht so veganfreundlich sind, was ja auch völlig okay ist. Für mich als Veganer halt nicht so optimal. Vom Wetter her ist es sehr angenehm, es hat 10 Grad. Am ersten Tag ist es glaube ich sogar 15. Bisschen wärmer wäre natürlich immer schön, aber ansonsten kann man sich da nicht beschweren. Im Vergleich zu Spanien ist auf jeden Fall Spanien nach wie vor on top auf meiner Auswandererliste, würde ich sagen. Tja, vor Paul wandert in die Türkei aus, Alter. Amerika, weiß ich nicht, würde mich jetzt nicht so reizen. Aber Türkei ist auf jeden Fall schön, sind alle mega nett. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie unsicher ist. Also ich habe oft gehört, dass irgendwie in der Türkei jemand schnell abgezogen wird oder sonst irgendwas passiert. Vielleicht ist es hier, keine Ahnung, in Izmir weniger als in Istanbul so. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, dass irgendjemand mich versucht zu verarschen oder auch im Umfeld irgendwie mitbekommen. Okay Leute, ich habe mich geirrt, denn... Es gibt doch ein veganes Restaurant, denn... Bah! Vegane Burger? Guckt euch das mal an, der schimmelt so vor sich in der Burger. Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Also Los Veganos Izmir. Kann man machen. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich jetzt auf dieses... Los Veganos heißt der Laden. Brot freue. Ich habe jetzt 250 Gramm abgewogen, 70 Gramm Avocado, das ist ein fettes Teil. Aber Brot ist lecker. Das gefällt mir gerade auf jeden Fall besser als Porridge. Da muss jetzt schön Köfte rein. Petersilie, Köfte, bisschen Zwiebel.
Ja, ein bisschen Tomate, Gurke, Chobansalat. Brutal, glaub mir. Ich weiß nicht, die Konsistenz habe ich jetzt mit Proteinpulver nicht so geil hinbekommen. Es hat leicht bitter geschmeckt, ich weiß nicht warum. Und dann war ich mal, ist doch Brot, ist doch einfach nice. Jetzt noch Tofu rein oder so. Bah, was für Tofu, ja. Da war es noch geiler. Köfte. Paul, ich sag's doch, Junge. Ich bin gerade noch ein paar Check-ins am Machen, da sind einige offen. Neue Nachricht noch am Start. Die Challenge ist voll am Laufen. Wir sind auf jeden Fall einige Jungs und Mädels mit dabei. Das ist auf jeden Fall wild und hier gibt es auch schon krasse Ergebnisse. Ich zeige euch mal gleich kurz was. Schaut mal, einfach von. Was ist das? 88 auf 84 innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen ist jetzt dabei. Da steht zwar Woche 4, aber der hat, glaube ich, erst die Woche danach gestartet und das ist absolut krank. Hier snacke ich jetzt übrigens währenddessen an meinen nächsten beiden Mahlzeiten. Das ist einfach nur Reis, Sojagranulat und Tomaten. Das Gute ist ja noch. Reis, Sojagranulat, Tomaten, geil. Hotels, man hat eigentlich immer einen Wasserkocher und meistens auch eine Mikrowelle, oder zumindest in der Küche in einem Hotel. Und ich mache es dann meistens so, ich gieße es mit heißem Wasser auf und gebe es dann dem Hotel, dass es nochmal kurz eine Mikrowelle gibt. Und so, dass hiermit auch perfekt funktioniert. Das hat gut eingesaugt. Das Sojagranulat habe ich einfach nur mit heißem Wasser aufgegossen. Aber das musste ich leider von zu Hause mitnehmen. Die letzte Sache, die es wie immer vorm Schlafengehen gibt, nach dem abendlichen Shake, den ich mir gerade schon reingezimmert habe, ist die gute Ladung Strong. Bah. Gemeinsam mit Omega 3. Widerlich, Algen-Omegas. Ganz wichtig, wirkt anti-entzündlich, verbessert eure Regeneration, kann sogar Gehirn- und Augenfunktion verbessern und mit Strong, unter anderem auch Ashwagandha, was euer Stresslevel reduziert, plus mit Kreatin, eines der potentesten Supplements überhaupt, was nachweislich eure Kraft im Gym steigert, gönne ich mir beides direkt rein. Lässt mich bombenmäßig schlafen, schmeckt untergeil und ist in Kombination einfach nur beste mit Code Power spart ihr maximal, gibt es auch im Bundle gemeinsam, da spart ihr glaube ich nochmal 10% mehr, also mit dem Code Power maximal zuschlagen, fleißig Kapseln schlucken. Und maximal gesund sein. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn ich diesen Vlog, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Einblick aus Izmir, aus der Türkei. War immer spannend. Ich glaube, ob ich nochmal Hotelzimmerurlaub machen werde, wenn ich nicht vorkochen kann, weiß nicht, weil der Reis war jetzt doch nicht der geilste. Also ist im Topf schon ein bisschen nicer. Wir machen das Beste draus. Sind noch ein paar Tage hier. Ich nehme euch vielleicht nochmal mit und wünsche euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüssikowski, Paul. Ja, das war's mit diesem Junge. Ich habe so einen Ausschlag bekommen gerade. Ich habe so eine komische Allergie. Naja, das ist, wenn ich mir so vegane Videos reinziehe, dann. Mein Körper reagiert da ganz allergisch drauf. Ja, kriege ich so komische Bollen auf dem Kopf und Rötungen, Alter. Ich kann so vegane Essen gar nicht gucken. Also das war's von Paul in Izmir. Schöne Stadt, ja, muss man auf jeden Fall mal hin. Ja, aber für Veganer ist das natürlich nichts, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.